Hallo meine Lieben, ich melde mich bei euch aufgrund des Themas Träume und guter Schlaf. Es hat sich gezeigt, dass gerade in letzter Zeit viele entweder nicht gut schlafen oder unterschiedliche Träume haben und deshalb habe ich mir ein paar Notizen gemacht, weil es ist ja so, und dass ich seit Kindheit an nicht gut schlafen konnte und irrsinnig viele Albträume hatte und ja, das kann man teilweise erklären. Manchmal ist es auch eher schwierig und viele beschäftigen sich ja ganz intensiv mit Träumen. Es ist so, es gibt ganz viele unterschiedliche Träume und gerade bei Kindern wird man schon ein bisschen hellhörig. In meiner Kindheit war es so, dass ich ganz, ganz viele Träume hatte, bezüglich meiner Vorleben. Das weiß ich erst allerdings seit ein paar Jahren, dass es Vorleben waren. Das war irrsinnig interessant. Wir waren dann sogar bei Psychologen und was weiß ich was alles, weil da ja viele schreckliche Dinge passiert sind. Und man sieht dann ja auch, wie man stirbt. Und Kindern macht das extrem Angst. Grundsätzlich gibt es ja ganz normale Träume. Also man verarbeitet alltäglich Erlebtes in Träumen. Das sind eher Symbolhaftes, was man da sieht darin. Und manchmal braucht man eben Unterstützung auch, um diese Träume zu entschlüsseln. Manchmal aber auch nicht. Es gibt viele, die sich sehr intensiv mit ihren Träumen auseinandersetzen und genau wissen, was ihnen diese Träume sagen möchten. Dann gibt es natürlich auch hellsichtige Träume. Bei hellsichtigen Träumen, da gibt es verschiedene Sorten. Beispielsweise kann es sein, dass man von Gesprächen, Orten oder Begegnungen träumt, die erst eintreffen werden. Und ja, das sind hellsichtige Träume. Und das ist gar nicht so selten, dass das vorkommt. Immer wieder schreiben mir Freundinnen oder berichten mir Klienten davon, dass sie hellsichtige Träume hatten. Und das ist eigentlich was Wunderschönes. Es gibt natürlich auch solche Träume, wo man davon träumt, dass eine Person zu einem spricht. Die Person hat es aber nie gesagt, wird es auch nicht sagen. Es ist so, bei mir kommt es sehr oft vor, wenn man sehr sensitiv ist, dass man spürt, beispielsweise, dass jemand was gefühlt hat oder gedacht hat und das zeigt sich dann im Traum. Das heißt, deine Sensitivität kann sich auch in den Traum zeigen und nicht nur die Sensitivität, sondern auch deine Medialität. Denn es ist so, dass auch die geistige Welt mit uns kommuniziert über Träume, uns oft Botschaften mitteilt. Bei mir ist es so, ich habe bereits als Kind und diesen Traum hatte ich ganz, ganz oft. Ich habe mit meinem Schutzengel gestritten, dass ich gerne auch so schöne Flügel hätte wie er. Und er hat gesagt, sieh dich doch mal an, du hast auch so schöne Flügel, sieh dich einfach an. Nur meine Flügel hatten eine andere Farbe, haben sie auch. Sie sind rot. Und es sind nicht nur zwei. Und deshalb wollte ich das nicht sehen, weil ja, in der geistigen Welt zeigt sich halt vieles anders, was wir lernen halt hier auf Erden irgendwie als Menschen. Engel müssen zwei schöne weiße Flügel haben. Das ist so eingehämmert, ja, das muss so sein. In der geistigen Welt zeigt sich das aber ganz anders. Meine sind rot, zumindest hellsichtig gesehen, rot mit Augen drauf. Und da gibt es viele Menschen, die mich dafür verurteilen oder belächeln, dass ich das sage oder sage, ich sehe das bei mir. Und mein Schutzengel hat mir das jahrelang versucht zu verklickern. Und irgendwann konnte ich es dann wirklich selbst annehmen. Denn da ging es wirklich nur um die Annahme, dass es so ist. Und ja, dann hat es funktioniert. Also die geistige Welt kommuniziert auf unterschiedliche Art und Weise mit uns, nicht nur, wenn wir uns verbinden, nicht nur in Sessions, sondern auch in Träumen. Ja, und dann gibt es noch so ein ganz spezielles Thema. Das ist das luzide Träumen. Und das luzide Träumen, da geht es eben darum, dass man wirklich auch Ängste auflösen kann in diesen Träumen. In diesen Träumen ist es so, man weiß, dass man träumt. Man weiß es in dem Moment, dass man träumt, also man träumt und weiß es. Das haben viele von uns schon erlebt und dieses Träumen kann man wirklich auch trainieren. Und zwar trainieren sollte man das, insbesondere wenn man beispielsweise Angstträume hat und immer wieder zu den Angstträumen zurückkehrt.
Und dann kann man sich zum Beispiel auch trainieren, dass man sich sagt oder sich im Traum fragt. Und man braucht eigentlich nur diese Intention setzen, dass man luzid träumen möchte. Und dass man zum Beispiel dann auch sich fragt, träume ich jetzt oder bin ich wach? Und dann gibt es so Tricks. Zum Beispiel, dass man seine Hand im Traum ansieht und die Finger zählt. Weil im Traum ist es dann nämlich so, dass es oft nicht 5 Finger sind, sondern 6 oder 4 oder 3 oder einfach anders. Weil in Träumen und auch in die Symbole der geistigen Welt, die zeigen sich ja ganz anders. Also nicht so, wie wir das erleben in der 3D-Welt. Und dann gibt es noch andere Sachen oder Kennzeichen, wie beispielsweise, wir können fliegen. Wenn du weißt, du fliegst, dann versuch's einfach, oder weißt, dass du träumst, dann versuch einfach mal zu fliegen. Du kannst in diesen Träumen, kannst du alles machen. Und deshalb sollst du das auch trainieren, denn du kannst auch deine Angst durchschauen in dem Moment, indem du einfach vielleicht Fragen stellst oder einen Begleiter aus der geistigen Welt heranholst und fragst, warum träume ich das? Was steckt da dahinter? Da bist du dann aber schon fortgeschritten. Also es gibt viele Träume, wo wir gar nicht wissen, warum träumen wir das und vor allem, warum kehren sie immer wieder, diese Träume. Wenn ein Traum immer wiederkehrt, will er uns etwas sagen. Klar, das wissen wir. Aber da wirklich auch dahinter zu schauen, das können wir auch im Traum lösen. Und dazu sind luzide Träume da. Wie trainiert man das? Luzides Träumen zu trainieren, ist ja für jemanden, der wirklich so einen Alltag hat und nicht ständig schlafen kann, eher schwierig, weil es ist nämlich so, Menschen, die zum Beispiel nur 4 oder 5 Stunden schlafen können und dann eine Stunde wach sind und wieder 3 Stunden schlafen, die sind eigentlich prädestiniert dafür, luzid zu träumen. Denn man soll eher kurze Schlafphasen haben, wieder aufwachen und dann wieder einschlafen. Und da kann man das sehr gut trainieren. Ob das gesund ist oder nicht, sei dahingestellt, weil viele von uns haben andere Schlafgewohnheiten. Vielen von uns wird eingebläut, wir müssen 7 bis 8 Stunden schlafen, damit wir einen guten Schlaf haben, damit wir ausgeruht sind, damit wir was weiß ich nicht alles haben. Das sagt die Wissenschaft, aber die Wissenschaft bedenkt oft nicht, dass wir Individuen sind. So, was natürlich auch gut hilft beim Schlafen im Allgemeinen, ist es so, wirklich auch Störquellen wie Lichtquellen zu entfernen. Jetzt gerade in der Sommerzeit ist es ja so, dass wir das Zimmer nicht ganz dunkel bekommen, weil es wird oftmals erst um 9:30 dunkel oder und ganz früh hell. Da empfehlen sich natürlich auch Verdunkelungsvorhänge. Die helfen auch, wenn man es mal im Zimmer oder im Haus oder in der Wohnung eher kälter haben möchte. Also da kann man gut verdunkeln. Was natürlich auch hilft, wirklich auch keine Lichter zu verwenden, auch keine Schlaflichter. Und technisches Equipment jeglicher Art aus dem Schlafzimmer entfernen. Ja, das hilft eigentlich schon gut beim Schlafen. Und natürlich, wenn man wirklich auch viele Albträume hat, sollte man immer auch bedenken, das kann natürlich auch an der Ernährung liegen. Denn zum Beispiel, wenn man viel Süßes mit Salzigem kombiniert vorm Schlafen gehen, dann ist es so, dass man Albträume bekommt. Und das ist leider auch wissenschaftlich bewiesen. Insbesondere wenn man merkt, dass man schlecht einschläft, weil man zu viel gegessen hat, sollte man seine Ernährungsgewohnheiten vor dem Schlafengehen wirklich auch bedenken. Was die Träume im Allgemeinen betrifft, von Traumdeutungen oder Ähnlichem, da geht es oft wirklich um das Innerste. Und manchmal ist es wirklich so, dass unsere Seele mit uns spricht und uns was sagen möchte, auch wenn wir es nicht wahrhaben möchten. Die Träume, die wir haben, da kommen oft Symbole vor, beispielsweise. Es kommen Tiere vor, es kommen Gesprächspartner vor und es kommen bestimmte Worte vor. Ich würde mir nach dem Aufwachen oder wenn man sich an diese Träume während des Tages erinnert, immer wieder auch Notizen machen und schauen, ob man wirklich auch ein bestimmtes Muster erkennt. Denn da steckt oft ein Muster dahinter und meistens ist es so, dass einem, auch wenn man sagt, man ist Traumexperte, dass einem immer die innere Stimme die Wahrheit zu diesen Träumen sagt. Es ist auch so, wenn jemand wirklich Schlafstörungen hat, also wirklich keine 2, 3 Stunden oder nach 2, 3 Stunden immer wieder aufwacht,
dann will einem die Seele etwas sagen. Und da empfiehlt sich wirklich ganz, ganz enorm, an sich zu arbeiten, auch während des Tages, nicht nur auf die Träume zu achten, sondern wirklich auch zu schauen, folge ich meinem Herzen, folge ich da auch meiner Seele oder zwänge ich mich in eine Rolle, weil ich mir das immer gewünscht habe. Ich habe mir immer gewünscht, eine Familie zu haben und bin das aber eigentlich nicht. Ich habe mir immer gewünscht, diesen Beruf auszuüben und meine Seele wehrt sich aber, weil sie einfach merkt, das ist es nicht. Und klar, man kann es einfach auch sehen als Entwicklungsschritt und dann weiterzugehen. Natürlich ist das nicht leicht und man könnte sich da auch Hilfe holen in unterschiedlichster Art und Weise. Aber am besten ist immer noch, sich selbst zu ermächtigen, sich selbst zu erlauben, wirklich die Seele sprechen zu lassen und dieser Seele auch zuzuhören. Also darum geht es auch. Und die Seele spricht sehr oft über Träume mit uns. Und da geht es nicht um die Psyche oder ums Unterbewusstsein, sondern es ist sehr oft die Seele, die auch im Traum mit uns kommuniziert. Also die geistige Welt, die Seele, unser Herz, unser ganzes System zeigt sich in Träumen. Alles, was wir so verdrängt haben, alles, was wir nicht sehen wollen. Manchmal auch, wenn die Sensitivität sich mehr und mehr entwickeln möchte, werden wir auch in Träumen instruiert quasi von unseren hellen Sinnen, von unserer Sensitivität. Und ja, die Botschaften aus der geistigen Welt sind in Träumen ganz, ganz intensiv. Da merkt man aber auch den Unterschied, das sind andere Energien, man sieht auch andere Farben. Also gerade wenn die geistige Welt mit uns kommuniziert über Träume, sieht man sehr intensive Farben. Es sind sehr helle Farben manchmal oder sehr eindeutig. Manchmal zeigt sich sogar ein ganz bestimmter Erzengel, was auch wunderschön ist. Also auch auf diese Zeichen achten. Und was die Interpretation betrifft, würde ich wirklich auch jeden empfehlen, wirklich sich ein Traumtagebuch anzufertigen. Wenn jemand sagt, er träumt gar nicht mehr, da kann man wirklich auch das trainieren. Beispielsweise, dass man sich vor dem Schlafengehen auch sagt, ich möchte mich bitte an meine Träume erinnern, denn meine Träume sind wundervoll. Und wenn man sich das quasi immer wieder so als Mantra vor sich her sagt, bewirkt das wirklich Wunder. Kann sein, nicht in der ersten Nacht, aber wenn man das immer wieder macht und immer wieder macht und immer wieder macht, funktioniert das recht gut. Manchmal kann man sich dann in der Früh nicht mehr erinnern oder morgens nicht mehr erinnern an den Traum. Und dann ist es aber so, bei mir ist es manchmal so, dass ich mich nicht erinnern kann. Und dann ist es aber eben so, wenn ich dann das aufschreibe, ich möchte mich an meine Träume erinnern und das wirklich mitlese und dazu schreibe, ich möchte mich an meine Träume erinnern, dann kommt es nach und nach. Manchmal ist es auch so, dass es bei mir in den Sessions kommt. Ich meditiere ja täglich am Abend und auch morgens. Also ich habe Morgenmeditation und Abendmeditation. Und in der Abendmeditation, wenn ich mich wirklich reinige und auch heile, dann zeigt sich oft wirklich auch ein Traum dazu, der mir wirklich auch etwas sagen wollte. Ja, gut. Das war es eigentlich von den Träumen. Träume sind was Wunderschönes. Schlafen ist was Wunderschönes. Wenn jemand von euch Kinder hat, der kann sich auch im luziden Träumen üben, denn gerade kleine Kinder haben ja nicht diesen Schlafrhythmus von 7 Stunden, dann nichts und dann wieder 7 Stunden oder so oder 10 Stunden. Bei meinem kleinen Sohn habe ich das luzide Träumen gut üben können, weil er hat immer nur so 2-3 Stunden geschlafen, dann wieder stillen, dann wieder schlafen, dann wieder stillen. Und ja, da hat das recht gut funktioniert und seither funktioniert das luzide Träumen ohne weiteres. Also diese Phasen kann man nutzen oder auch wenn man Schlafstörungen hat, kann man das auch nutzen. Und man löst dann ja was auf und der Schlaf intensiviert ja. Also man kommt dann wirklich tief und gut in die Tiefschlafphase hinein. So, das war's, meine Lieben. Alles Liebe.